Auf die Frage, was ist Elektrizität, kommen meist Antworten wie elektrischer Strom. Das ist aber nur zur Hälfte richtig. Strom bedeutet ja, dass etwas fließt, also sich bewegt. Diese 9-Volt-Batterie hat sicher was mit Elektrizität zu tun. Im Moment fließt aber kein Strom. Es gibt also auch eine ruhende, statische Form von Elektrizität. Es ist nicht ganz einfach, eine allgemeingültige Definition zu finden. Eine ganz brauchbare Formulierung habe ich im Brockhaus Naturwissenschaft und Technik gefunden. Dort steht: Elektrizität ist die Gesamtheit der Erscheinungen, die auf elektrischen Ladungen und auf den von ihnen hervorgerufenen elektrischen und magnetischen Feldern beruhen und die durch die Maxwellsche Theorie beschrieben werden. Gemeint sind damit diese Gleichungen, die der schottische Physiker James Clerk Maxwell formulierte und damit zeigte, dass Elektrizität und Magnetismus untrennbar miteinander verbunden sind. Um Elektrizität zu verstehen, müssen wir klären, was sind eigentlich elektrische Ladungen. Dazu ist es notwendig, uns etwas mit der Natur der Materie zu beschäftigen. Die Frage, woraus die Materie besteht, beschäftigte schon in der Antike die Philosophen Leukipp und seinen Schüler Demokrit. Was passiert, wenn man einen Gegenstand, zum Beispiel einen Apfel, in immer kleinere Teile zerteilt? Sie kamen zu der Ansicht, dass man irgendwann ein so kleines Teilchen erhält, das sich nicht mehr teilen lässt, und sie nannten es Atomo, das Unteilbare. Allerdings konnten sie ihre Theorie noch nicht durch Experimente belegen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts erweiterte John Dalton die Vorstellung dahingehend, dass die Atome eines Elementes untereinander gleich sind, die Atome der verschiedenen Elemente sich aber in Größe und Masse unterscheiden und dass sich verschiedene Atome miteinander verbinden können. 100 Jahre später trat die Atomphysik in ein neues Zeitalter ein. Physiker wie Ernest Rutherford, Niels Bohr oder Arnold Sommerfeld erkannten, dass das Atom selbst aus noch kleineren Teilchen besteht. In ihren Modellen besteht das Atom aus einem Kern aus positiv geladenen Protonen und ungeladenen Neutronen. In der Atomhülle kreisen negativ geladene Elektronen um den Kern, so ähnlich wie die Planeten um die Sonne oder Satelliten um die Erde. Allerdings funktioniert die Natur auf atomarer Ebene etwas anders. Die Elektronen können sich nicht beliebig, sondern nur auf bestimmten Bahnen bewegen. Durch Energiezufuhr können sie auf eine höhere Umlaufbahn springen und durch Abgabe von Energie auf ein niedrigeres Niveau. Da die Schwerkraft auf der Quantenebene keine Rolle mehr spielt, sorgen elektromagnetische Kräfte dafür, dass die Elektronen auf ihren Bahnen bleiben. Denn ungleiche Ladungen ziehen sich an, gleiche Ladungen stoßen sich ab. Dieses Gesetz ist wichtig für das Verständnis von elektrischen Vorgängen und der Funktionsweise von elektronischen Bauelementen. Jedes Proton und Elektron besitzt genau eine Elementarladung, die kleinste elektrische Ladungsmenge. Normalerweise heben sich die Ladungen im Atom auf, weil die Zahl der Protonen und Elektronen gleich ist. Nach außen ist das Atom elektrisch neutral. Durch ausreichende Energiezufuhr können sich aber Elektronen von ihrem Atom lösen und sich frei im Raum bewegen. Zurück bleibt ein positiv geladenes Atom. Es kann aber auch sein, dass ein freies Elektron vom Atom eingefangen wird. Durch die überschüssige Ladung erscheint das Atom nach außen negativ geladen. Solche geladenen, nicht neutralen Atome nennt man Ionen. Wir haben es also mit drei Ladungsträgern zu tun: Elektronen, positive Ionen und negative Ionen. Also, auch neutrale Atome bestehen aus elektrisch geladenen Teilchen. Die Auswirkungen der Elektrizität bekommen wir aber erst zu spüren, wenn wir die Ladungen voneinander trennen. Dazu müssen wir Energie aufwenden, denn auch elektrische Energie kann nicht aus dem Nichts entstehen. Wir können Energie immer nur von einer Form in die andere umwandeln. In einem Generator wird Rotationsenergie mit Hilfe magnetischer Felder in elektrische Energie umgewandelt. Ebenso können durch Reibung Ladungen voneinander getrennt werden. Aber auch Strahlungsenergie, wie bei dieser Solarzelle, oder chemische Reaktionen können in elektrische Energie umgewandelt werden. Damit wären wir wieder bei unserer Batterie. Zwischen beiden Polen besteht eine Potentialdifferenz, ein Ladungsunterschied. Die elektrische Spannung in Volt ist ein Maß dafür, wie groß diese Differenz ist. Verbindet man beide Pole mit einem elektrisch leitenden Material, so fließen Ladungsträger von einem Pol zum anderen. Erst jetzt sprechen wir von einem elektrischen Strom.
Wie viele Ladungen in einer bestimmten Zeit vorbeifließen, wird mit der Stromstärke in Ampere ausgedrückt. In einem Festkörper wie diesem Kupferdraht sind die Atome fest miteinander verbunden. Der elektrische Strom besteht ausschließlich aus Elektronen. In Flüssigkeiten oder Gasen sieht das anders aus. Hier können auch Ionen zum Stromfluss beitragen. Auf ihrem Weg können die Ladungen Arbeit verrichten und ihre Energie wieder in andere Energieformen umwandeln, mechanische Energie zum Beispiel oder Strahlung. Warum nehmen wir den Umweg über die Elektrizität? Nun, elektrische Energie lässt sich relativ leicht über große Entfernungen transportieren. Das größte Problem ist, dass sie sich kaum wirtschaftlich speichern lässt. Sie muss dann erzeugt werden, wenn sie benötigt wird. Trotzdem haben wir uns in den noch nicht einmal 200 Jahren der praktischen Nutzung fast vollständig davon abhängig gemacht. Ohne Elektrizität hätten wir keinen Kühlschrank. Das Essen müssten wir auf der Feuerstelle zubereiten. Abends müssten wir wieder im Schein einer Kerze oder Fackel sitzen. Kein Fernsehen oder Radio. Kommunikation über große Entfernungen würde wieder lange Zeit benötigen und nur per Post oder Boten möglich sein. Und wir müssten uns wieder in Postkutschen oder dampfbetriebenen Zügen fortbewegen. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Ihr könnt ja mal selbst versuchen, nur einen Tag ohne Elektrizität auszukommen. Und wer will, kann seine Erfahrungen in den Kommentaren hinterlassen.